schon mal portiert bekommen? Relativ. Such mal ein Game, was nicht rüberportiert wurde. Da gibt es bestimmt ein YouTube-Video. Diese 5 Spiele können noch auf die Switch rüberportiert werden. Bestimmt, aber fast alles, was irgendwie Relevanz hat und was zu den großen Reihen kommt, ist schon längst drüben. Das neueste Donkey Kong, das neueste Pikmin, glaube ich auch. Das weiß ich nicht so ganz, weil ich juck Pikmin nicht. Ich hab jetzt nur gesagt, viele, weil ich halt nicht dementsprechend super bewandt war. Das damals neueste Super Mario Brothers ist rübergegangen, Super Smash Bros. Hat seinen eigenen neuen Titel bekommen, Breath of the Wild haben sie ja mixed gemacht, ist ja für beides. Ist Bayonetta rübergekommen nochmal? Also der zweite Teil? Bayonetta 1 und 2 sind beide rüber, ja. Ah. Aber sind keine Main-Nintendo-Titles. Ja, gut. Ja. Wobei Nintendo hat die Exclusive-Rechte gehabt. Kein Plan, wie das genau funktioniert hat bei denen, aber sie haben Bayonetta auf jeden Fall rübergenommen, das weiß ich. Das ist auf jeden Fall auch für die Switch erhältlich. Ja, also die haben es halt exklusiv für die Switch, deswegen bekommen wir es halt nicht für den PC. Weil ich glaube, die haben Platinum Games gesagt, ey, möchtet ihr? Und dann halt gesagt, aber ihr dürft das nur für uns machen. Mario Kart haben sie natürlich auch, Mario Kart 8 Deluxe rausgebracht, also, ne? Und so weiter und so fort. Also es ist also wirklich so ziemlich alles, was irgendwie für die Wii U rausgekommen ist und irgendeine Art von Relevanz hatte, hat man sofort, oder was heißt sofort, aber hat man jetzt nach und nach auf die Switch portiert. Also es ist einfach alles da und man macht mit allem Geld quasi. Ja, aber... Wenn es funktioniert? Genau das. Genau das wollte ich gerade sagen. Wenn es funktioniert, dann kann man es halt auch machen, ne? Und ich finde es auch eine sehr interessante Entwicklung. Also ich meine, ich kann es nachvollziehen bei bestimmten Dingen. Also zum Beispiel Stardew Valley habe ich ja jetzt mittlerweile auch für beide Konsolen, also für Switch und PC, weil es einfach ein tolles Spiel ist, was ich unglaublich mag und sehr viel und gerne spiele und dadurch dann halt auch nochmal die Möglichkeit habe, den Multiplayer mit Natascha zu spielen, ohne am PC sein zu müssen, was mitunter so ein bisschen nervig im Alltag natürlich ist. Man muss aber erstmal beide die Zeit haben, an den PC zu gehen und auch den PC wollen. Wenn man dann kurz vorm Bett ist, dann wird man ganz bestimmt nicht nochmal den PC anschmeißen für eine Stunde oder so, aber für eine Stunde ins Bett chillen und Switch spielen ist dann schon wieder so ein bisschen einfacher. Hier ist aber der Punkt. Stardew Valley ist ein Spiel, was auf dem PC und auf der Konsole für, ich glaube, 13,99 € angeboten wird. Und im Angebot logischerweise nochmal um einiges weniger kostet. Ist Stardew Valley nicht ein 20-Euro-Titel für PC? Nein, es ist sehr günstig für das, was es bietet. Es ist ein Riesenspiel für... Also, ja, dass es sehr günstig war, erinnere ich mich. Aber ich dachte, das wäre ein 20er gewesen. Nee, tatsächlich nicht. Und dann kommen wir noch dazu, dass es halt nicht einfach nur günstig ist, sondern dass es halt, wie gesagt, auch relativ viel Spielinhalt bietet. Und dann kommen wir dazu, dass man dann eben Tropical Freeze portet und dass das Vollpreistitel raushaut. Ja, aber das ist Nintendo. Es ist ein Port und es kostet so verfickt viel Geld. Und dass manche Leute dafür ein zweites Mal den Preis bezahlen, das ist das Problem, weswegen das Ganze auch so verkauft werden kann. Natürlich gibt es auch ganz viele Neukäufer, ne? Will ich jetzt gar nicht so sagen, dass es auch sowohl PC als auch Switch 3. Aber das war schon immer, Nintendo kann diese Preise halten, weil sie mit Exklusivität glänzen. Aber weil sie auch darin unterstützt werden. Die Leute supporten sie ja in diesem Ding. Ja, wie gesagt, es glänzt halt mit Exklusivität. Dann ist es natürlich eine Sache, die man so nicht halten kann. Aber das tun sie nicht. Das würde Nintendo... Man kennt es. Das würde Nintendo nicht stören, glaube ich. Also ich... Wenn es sich nicht verkauft, würde es sie aber definitiv stören. Es ist eine verkaufsorientierte Firma. Natürlich stört sie das, wenn es nicht verkauft wird. Ich glaube nicht, dass... Das ist... Ich würde... Stell dir vor, sie würden nur die Hälfte von dem verkaufen, was sie verkaufen möchten. Natürlich würde sie das stören. Ich würde behaupten wollen, dass Nintendo dann einfach anfängt, wieder Videospiele nicht im Westen rauszubringen. So. Ja, aber das wenn sie ja merken, dass sie es in der Theorie unterbinden können. Das ist ja nicht nur am Westen. Wir haben Glück, dass wir im Westen so viele Spiele von Nintendo bekommen, überhaupt. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da wurde viel rumgefragt. Ah, sollen wir das Spiel im Westen rausbringen? Und dementsprechend haben wir halt viele gute Spiele nicht bekommen. Weil die genau das nicht gedacht haben. Es wird nicht verkauft. Dementsprechend, ich glaube, und wie gesagt, Nintendo hat halt zum einen ihr eigenes Siegel der Qualität. Ne? Also, wenn du merkst, es ist von Nintendo ein entwickeltes Spiel und auf die Plattform rausgebracht, dann weißt du, dass es gut ist. Und zum anderen, dadurch, dass du, also jetzt in den meisten Fällen, wenn sie wirklich selbst entwickelt haben. Das Lachen war darauf bezogen, dass ich
genau um einen daneben lag mit dem Gang. Ah, okay. Ich hab mich selber gesniped. Das war sehr schön. Aber ja, erzähl ruhig weiter. Na und dann, wie gesagt, zum anderen, aufgrund der Tatsache, dass du Nintendo-Spiele in den wenigsten Fällen, ne, also jetzt wieder, wenn Spiele von Nintendo entwickelt wurden, dann kriegst du sie halt nicht auf einer anderen Plattform. Plus, das mit den ganzen Drüberportierungen zwischen Switch und Wii U, das hatten wir so, glaube ich, auch noch nie wirklich bei Nintendo gehabt. Das kann jetzt natürlich, kann aber ich mich irren. Aber wir hatten noch nie eine Konsole, die sich so dermaßen scheiße verkauft hat. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, die also GameCube hat sich schlimmer verkauft. Die GameCube hat sich super verkauft an sich. Also, der grundlegende Sale war ein unglaublicher Erfolg. Danach ging es runter, aber dann, der Anfang war super. Ich meine, die GameCube waren... Die Wii U ist halt einfach grundsätzlich scheiße gewesen. Ich meine, die GameCube war ein Flop von Anfang an im Verkauf. Nee. Die Wii U hatte nicht so schlechte Verkaufszahlen. Also die Wii U ist schon die schlechteste Konsole von Nintendo, was das angeht. Viele Leute waren auch von der Wii U grundlegend enttäuscht. Die Spiele waren ja beispielsweise überhaupt nie das Problem bei der GameCube. Müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube nicht, dass die Wii U die schlechteste Konsole von Nintendo war. Es wird halt immer als eine der schlechtesten Konsolen gehandelt, was ja auch stimmt, weil am Ende des Tages war die Wii U jetzt keine erfolgreiche Konsole. Die Verkaufszahlen haben halt einfach null gepasst. Ja, das lag aber auch daran... Deswegen sind die Ports ja auch nochmal eine Prise besser, muss man halt einfach so sagen, weil es einfach ganz viele Leute gab, die diese Spiele ja auch zum ersten Mal gekauft haben. Das ist ja auch der Punkt, den ich halt irgendwo noch verstehe, dass es halt diese Neukäufer gab. Na, kurz nachgefragt. Die GameCube kam vor der Wii, vor der Wii, ne? Genau. Dann hat sich die GameCube nicht gut verkauft. Weil Nintendo den Zyklus hat. Eine Konsole scheiße, die andere ist wieder gut. Haben sie. Auch nicht, weil dann wäre die letzte schlechte Konsole die SNES gewesen. Das ist nicht wahr. Nein. Die Wii U war kacke. Oder hat sich kacke verkauft? Die Wii hat sich hervorragend verkauft. Die Wii hat ja Rekorde gebrochen, links und rechts. Ja. Die GameCube war eine Konsole, die nicht gut lief. Und dann N64? Die N64 kam davor. Ja. Aber ich glaube, die SNES hat sich auch nicht so gut verkauft wie die NES im Vergleich. Also ich weiß das auch, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass die SNES sehr viel bessere Spiele hat, aber ja, das ist wahr. Verkauft hat, das ist natürlich aber Frage. Die GameCube hat halt damals, glaube ich, gegen PlayStation 1 antreten müssen. Die GameCube? Nee, die hat gegen PlayStation 2 gefightet. Oder PlayStation 2, aber dagegen konnte sie halt nicht gewinnen. PlayStation 2 und Xbox. Deswegen bekommen wir auch nochmal so viele Remakes aus den GameCube-Zeiten. Oder haben wir so viele Remakes bekommen aus den GameCube-Zeiten? Das hat einfach damit zu tun, dass die meisten Spiele von der GameCube relativ wenig produziert worden sind. Für den europäischen Markt. Nee, weil das kann ich dir wiederum aber nicht sagen. Weil die GameCube sich nicht gut verkauft hat. Unglaublich stark sind, also auch von den Fanzahlen halt her und sehr, sehr hoch gehandelt werden. Jetzt, weil die GameCube jetzt als Klassiker gehandelt wird, aber damals hat sie sich nicht gut verkauft. Damals war sie kein Verlustgeschäft, aber war halt schon ein Flop quasi für Nintendo. Na, deswegen wurde ja auch zum Beispiel wieder diese, oder Nintendo hat ja diese Backwards Compatibility, wie auch immer das Wort ausgesprochen wird, Gen immer zurück. Ich meine, du konntest ja viele GameCube-Spiele auf der Wii spielen. Wobei du das jetzt natürlich nicht mit der Wii U auf Switch kannst, weil wegen Cartridges, wenn ich mich entsinne. Du konntest halt in das Einlesegerät von der... In das Einlesegerät der Wii das auch einstecken, ja. Also du konntest GameCube-Spiele mit der Wii spielen. Mit der ersten allerdings nur. Also die ersten Versionen der Wii waren dazu in der Lage, die späteren nicht. Ah, okay. Da hat sich Nintendo dann dagegen entschieden. Aber das ist, glaube ich, ein ähnliches System, was ja auch, was das glaube ich, das weiß ich, ist auch ein ähnliches System mit der PlayStation. PlayStation 2 war ja auch die ersten Versionen in der Lage, PlayStation 1 Spiele abzuspielen. Dann ja, ich meine, Nintendo macht das ja auch mit den Handhelds. Oder hat es mit den Handhelds gemacht. Da? Weil, ne, wenn du jetzt zurückdenkst, der Game Boy Color konnte auch noch auf Game Boy Advance SP gespielt werden.
Game Boy Advance SP konnte noch auf Nintendo DS gespielt werden. Eine Nintendo DS konnte noch auf Nintendo 3DS gespielt werden. Und ja, jetzt ist halt wieder die Switch. Das geht 1, 2, 3, 4, 5 Felder rein. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen zu alt, ey. Da finde ich sehr interessant, die Xbox ist die Konsole mit der längsten Backwards-Compatibility. Wie auch immer das Wort ausgesprochen wird, ist zu spät dafür. Compatibility, ja. Soweit ich weiß, kann die Xbox One nämlich noch immer Xbox-Spiele spielen. What? Also ich weiß, dass es sie gibt im Store, aber ich wüsste nicht, dass... Sure thing? Ich meine, also ja. Das wäre mir eine neue Information. Ich kann Gamer-Spiele aller Generationen auf das... Ich weiß, Gaius. Es geht eher um das normale Nutzen. Ja, dass du halt die Cartridge reinzimmern kannst und das dann funktioniert. Das wäre echt interessant. Aber nein, das geht leider nicht. Boah, ein bisschen Crisis kommen sich, Leute. Wer liebt es nicht? Wahrscheinlich die es nicht gespielt haben. Ich hab's nicht gespielt. Ich würde sagen, da hast du was verpasst, das ist eine Lüge. Also nicht, weil Crisis Core ein schlechtes Spiel ist, sondern einfach, weil ich nicht denke, dass irgendjemand dieses Spiel so embracen kann, wie ich es embraced habe. Also, ja. Fanboy hier. Absolut. Riesiger Fanboy. XX, Einer der Charaktere, die ich am schlechtesten dargestellt finde in Final Fantasy 7, bekommt sein eigenes Spiel und wird unglaublich gut. Wie kann man da nicht fanboyen? Das ist unglaublich schön. Also einfach, weil dieser Charakter so wichtig war, aber so leer gefühlt und dann einfach so unglaublich stark belebt wurde. Es ist einfach so schön, es ist ein einziges Fangame. Aber naja. Yuffie, best girl. Ich kann mir die Kommentare nur nicht verkneifen, liebe es mit sowas immer ein paar Leute stutzig zu machen. Ach, was heißt stutzig machen? Ich weiß ja, was du tust, Guys. Ich weiß, was du tust. Yuffie, best girl. Soll ich Elias wecken? Wieso, Siri? Was möchtest du machen? Yuffie, best girl. Oh Gott, ey. What hentai did you see? Yuffie, best girl. Und Yuffie ist halt super nervig in Crisis Core. Also, like, literally, ich weiß nicht, was sie mit ihr angestellt haben, dass sie so fucking obnoxious ist. Sie fühlt sich halt einfach an, als hätte man ihren... Also, ich meine, sie ist jünger, 7 Jahre. Aha. Ja, siehst du. Es ist einfach... Sie fühlt sich nicht an wie das Alter, das sie sein sollte. Sie fühlt sich nicht an, so. Es ist einfach so unglaublich enttäuschend, wie komisch ihr Charakter drauf ist. Das ist so sad. Ich finde sie von vorne bis hinten einfach nur unglaublich nervig. Keine Ahnung, wer sich ausgedacht hat, sie so umzuformen für dieses Spiel. Riku übrigens auch Best Girl. Nur noch 3 Stunden Zeit für Schlaf, ja. Schlaf gut mal. Riku weiß ich nicht. Riku war ich nie großer Fan oder Anti-Fan von. Ich fand diesen Charakter einfach... Er joint mir zu spät die Party. Das ist einfach so sad. Hä? Aber ich glaube, das ist die wahrste Aussage dazu. Wait, no. Doch. Ich denke gerade nach, ob Riku die letzte war, die gejoint ist. Yes. Ja, ne, ja. Ja, ist sie. Aber sie war auch die erste, die gejoint ist, dude. Ja, aber nur für ein paar Sekunden und man konnte nicht mal ihr Sphero-Brett antatschen. Okay, die zweite Person, Auron, war die erste Person, die gejoint ist. Auron ist einfach der Geilste, also darüber lassen wir uns ja, Auron, Best Boy. Auron ist einfach eine Legende. Waka ist automatisch Worst Boy, weil der ein unglaublicher Rassist ist, holy fuck. Aber er sieht das nachher ein, das ist noch okay. Boom, like Happy Festival Firework. Das ist einer seiner Lines, als die Heimat von Riku in die Luft gesprengt wird. Mir egal, was er einsieht oder nicht, er ist Worst Boy forever. Herr Walker finde ich nicht so schlimm. Aber, what? Weißt du, er mockt ein Mädel dafür, dass... Einfach Tidus into Kimari into Auron, weil das sind einfach meine Guys, ey. Die mussten einfach da rein. Und dann halt als Reserve Lulu und Yuna. Er mockt einfach... Walker und Riku waren einfach... Ich weiß nicht. Also, das Problem ist einfach, Walker hat sich
Nicht durch seine Persönlichkeit irgendwie zerstört. Nicht durch seine Persönlichkeit! What? Das ist fein, sein Bruder ist gestorben durch Albed-Waffen und deswegen hasst er sie. Das ist vollkommen fein, das ist keine schlechte Story. Dass er sich diskreditiert ist einfach, dass er mit einem fucking Ball kämpft. Was ist das? Ich meine, er wirft einen Ball auf den Gegner, so 50 Meter dick und der so, yo, guess I'm dead, right? Einfach so. Weißt du, imagine, du redest mit einem Dude, der sagt, dass Waka okay ist, weil er ein Rassist ist. What the fuck? Nein, nicht weil er ein Rassist ist, sondern es ist okay, dass er diese Ansichten vertritt, aufgrund der Erlebnisse, die er hatte. Das heißt nicht, dass es okay von ihm war, ein Rassist zu sein, und das sieht er auch ein. Ich finde es halt okay, dass er halt an sich das Ganze hatet, weil er halt damit negative Erfahrungen hatte. Nicht, dass er an sich die Leute hatet. Das ist natürlich immer scheiße. Waka ist Worst Boy! Der lacht Mädel aus, dessen Heimat gerade explodiert ist! Wie kannst du den verteidigen? Ja, wieso nicht? Uff, weißt du, okay, ich werde mir New schnappen und dann werde ich einfach New in deiner Butze hochjagen. So, dann lachen und dann mal gucken, wie du mich findest. Das ist schwer vergleichbar. Ist es nicht? Du liebst New! Rico hat ihre Heimat geliebt. Du hast mir nichts getan, aber Not muss halt auf die harte Art und Weise lernen, warum Waka Worst Boy ist. Nein, also er diskreditiert sich auf jeden Fall durch den Ball, das reicht. Weißt du, imagine, jemand diskreditiert sich aufgrund eines Balls und nicht, weil er ein Rassist ist. Uff. Ja, nur weil jemand ein Racist ist, muss er ja nicht gleich ein schlechter Charakter sein. Er ist der Worst Charakter! What? What? Weil die einzige, der sein Charakter-Arc ist, der Junge ist blond und mein Bruder ist tot. Und sein Bruder, Chapu, schaut nicht mal an, der hat aus wie Tidus. Weißt du, es ist so, als würdest du, Wladimir Putin neben Barack Obama stellen und sagen, oh, jetzt steht ja voll gleich aus. So. Und dann sind die Mentalität aufbauen. Außerdem nutzt der Tidus nur aus. Er so, ja, du bist schon fast wie mein kleiner Bruder. Schaust aber nicht so aus, aber bist fast wie mein kleiner Bruder. Hier hast du ein Schwert. Kannst du für mich den Wasserball World Cup gewinnen? Danke. Und dann kriegt er noch Big Titty Goff Girlfriend. Dafür, dass er ein Wichser ist. Das ist ein Like, what? Ach, Schatten. Kannst jetzt nicht meinen Boy Wogger erst, ne? Doch, kann ich, hab ich gerade gemacht. Einfach nur, um dich ein bisschen zu triggern, aber ja. Nein, also wie gesagt, also... Wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass Waka kein besonders toller Charakter ist. Ja, ja, okay. Ich meine, aber wie gesagt, mein Hauptargument bleibt der Ball. Wie kann man... Nein, bitte. Du musst mir trotzdem jetzt, trotz allem musst du mir zustimmen, ja. Wie kann man einem Charakter in einem Fantasy-Spiel einen beschissenen Wasserball geben und sagen, das ist jetzt eine legitime Waffe, um dich zu verteidigen gegen was auch immer dir entgegenkommt. Wurdest du schon mal von einem nassen Fußball voller Hand ins Gesicht getroffen? Nein, aber ich bin auch kein 50 Meter groß und hab 50 Augen und was weiß ich was und denk mir, ja, ich zerstöre die Welt. Oh, scheiße, der Ball hat mich erwischt, ist vorbei. Willst du mich verarschen? Daran merke ich, dass du nicht die Expertise hast aus dem echten Leben. So. Expertise. So ein Flatterball. Kennst du bestimmt einen Flatterball? Weißt du, der Ball, keine Ahnung, wem der gehört, aber der fällt auseinander und wenn man den ins Gesicht bekommt, ist Ende für den Tag. So ein Ball nutzt Waka! So, und die Dinger zwiebeln und die tun weh. Es ist doch egal, ob es zwiebelt oder stirbt keiner. Das ist meine Aussage. Ich würde... Ich habe auch mal einen Handball in die Fresse bekommen beim Sport. Und ja, es hat verdammt weh getan. Aber nein, du bist danach nicht tot. Du kippst dich einfach um und denkst dir, ja, fuck, lang, ich ist alles vorbei.
Ich würde diesen Flatterball, der nass ist, höchstwahrscheinlich von Waka, eindeutig mehr Schaden zuschreiben wollen, als diesen dummen Stab, den Yuna nutzt. Was du, Simon, machst mit dem Ball? Der ist dann auch tot! Ja! Was? Schau dir Simo an! Simo ist ein Lappen, der hat noch nie einen Ball ins Gesicht bekommen! Oh Mann, ey. Der kann da sich nicht gegen abgehärtet gehabt haben, tun. Siri, rette mich. Weißt du, Simo? Oh, ich bin Simo. Meine Mama hat sich umgebracht, um Anima zu werden. Ja, der hat nie einen Ball ins Gesicht bekommen, der Dude. Nie. Er hat nie einen Ball ins Gesicht bekommen. Du kannst kein echter Mann sein, bevor du dir einen Ball in die Fresse bekommen hast. Ich sehe schon, ihr habt beide nicht Hunter Hunter gesehen, davon die tödlichsten Völkermäler ever abgefeuert. Oh Gott. Ich habe Hunter Hunter nicht gesehen. Ich habe Hunter noch nicht geguckt. Ein Freund von mir hat mir das mal empfohlen, dass ich mir das angucken soll. Ich habe es früher in der Bandai gelesen, ein bisschen. Sehr bisschen. Und ja, irgendwann vielleicht mal. Es steht halt nicht besonders weit auf der Prioritätenliste. Und jetzt bitte empfiehlt es mir nicht mit 5000 Erklärungen, warum. Das habe ich schon hinter mir. Ich werde es trotzdem nicht früher lesen. Uff, nee, mir wird mir zu heiß. Waka. What, mate? Also, ich würde Wakas Ball mehr Schaden zuschreiben wollen als Yunas komischen Stab, den sie da nutzt. Ja, mit dem Stab kannst du nehmen, wenigstens K.O. Aber nicht mit dem Ball. Tut weh. Das Beste, was Yuna machen kann, ist sie damit gegen den kleinen C hauen. So, okay. Also, ist ja auch kennen, dass sie überhaupt nichts mit dieser fucking Stab anrichtet, sondern einfach Bestias raussmasht und die um. Ja, okay, Bahamut ist halt schon. Ich meine, es ist ja genau wie bei Lulu. Natürlich kann sie angreifen, aber standardmäßig sollte sie stimmt. Sie ja nicht. Lulu, weißt du, Lulu haut einfach ein Stofftier gegen den Gegner. Ja, aber ganz ehrlich, das hab ich tatsächlich erst beim zweiten Durchspielen von Final Fantasy X überhaupt mal gesehen. Also hast du Lulu genauso häufig genutzt wie ich? Ja, hab ich doch gerade gesagt, sie war halt in der Backup-Party. Ja, ja. Die Backup-Party habe ich fast nie gebraucht. Das Einzige, was die Backup-Party damals gemacht hat, ist diesen beschissenen Angriff von der Simon-Form auf den Berg zu tanken und direkt wieder rauszuswitchen. Ich hatte legit nichts, dass ich diesen Angriff überlebt. Ich habe das so gehasst, ich habe da irgendwie 50 Mal resettet gefühlt. Jetzt mal durfte ich mir die tolle Sequenz davor angucken. Oh, diese 10 Minuten Cutscene. Ich war voll überfordert mit diesem Kampf, ey. Same. Oh, diese 10 Minuten Cutscene. Ich hab das auch immer mit einem Kollegen gezockt. Und wir haben dann einfach auf den Fernseher umgeschaltet. Für die 10 Minuten. Verständlich. Aber das hast du, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Ja, habe ich. Nicht, dass es jetzt langweilig wäre. Ja, don't get me wrong. Ich wollte nur sagen. Aha, ich bin langweilig. Cool. Okay. Stream beendet. Stream beendet. Stream beendet. Ende. Aber ich würde, okay. Also jetzt mal Memes beiseite. Ich würde zumindest Minecraft von meiner Seite aus beenden. Jetzt zu langsam. Du willst Minecraft bannen? Ja, ja, ich hab schon. Ich hab schon 4,5 Stunden. Nein, ich weiß, der kommt von Heiko. Nice, endlich! Nein, ist vollkommen fein, weil ich müsste jetzt sowieso erstmal auf eine Expedition ziehen, um das richtige Holz zu finden. Das kann ich mir auch beim nächsten Mal antun. Welches Holz bräuchtest du? Ich weiß es noch nicht, das ist es ja. Ah, okay. Also ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal erstmal zurücktrampen zum Lager und dann erstmal schauen, was für ein Holz ich nehmen könnte. Und wenn ich nicht ein Holz finde, das mir zusagt, muss ich erstmal irgendwelche Biome finden. Also, ja. Also alle Arten von Holz habe ich schon gefunden. Okay, never mind, das ist ja gut. Haben wir Schatten überhaupt einmal in Minecraft gesehen? Ja, als er mich geführt hat am Anfang, ja. Die erste halbe Stunde. Das hast du, glaube ich, nicht mitbekommen, Siri. Ich glaube, da warst du noch nicht dabei. So, aber dann würde ich jetzt einmal, also ich würde dich jetzt einmal muten, damit ich die Abmoderation machen kann. Cool. Und dann hoste ich einfach gleich zu dir rüber. Ja, mach das und wir werden währenddessen einfach mal Minecraft schon mal schließen, Leute. Ja. Kurze Frage, hast du, by the way, einen Schmurf, mit dem man FlexQ spielen oder mit dem ich FlexQ spielen kann? Nee. Uff. Hab ich nicht. Uff. Mein Smurf ist Level 18. Uff. Ich spiel das mal gar nichts. Oder Level 16 sogar noch, keine Ahnung. Weil ich glaube, der liebe Tyrant würde halt. Der ist, ne, wann immer der in meinen Chat kommt, möchte der League spielen mit mir. Ja, ich meine, du darfst auch gerne mit dem League spielen, dann würde ich ja halt einfach heute meine Stream-Session beenden. Ah, okay. Ja gut, aber ich meine, man kann sich ja noch mal unterhalten danach, ne? Was? Was? Nicht? Okay.
Ich kann ihn da eben leveln. Gut. Aber gut, dann mute ich dich erstmal und dann ist, ne? Bis gleich. Bis gleich. Gut, genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei allen, die dabei gewesen sind. Zum einen bei Melli für 15 Monate Treue, dann bei Kev für 14 Monate Treue und dann bei Namenloses für seinen Prime-Sub. Wir können auch seinen Account hochleveln. Das können wir auch machen. Ich frage ihn mal einfach. So. Okay, Trimmel. Gut, dementsprechend vielen, vielen lieben Dank und euch allen eine gute Nacht und einen guten Start in den heutigen Tag. Tüdelü!